Heute stellen wir Ihnen die Heller Haustechnik vor. 1979 ist der Betrieb in Läden bei Meppen gegründet worden. Tätig ist er überwiegend für die öffentliche Hand und den Wohnungsbau im gesamten Bereich Sanitär, Heizung und Klima. Neben der Produktqualität ist Heller Haustechnik besonders die Zusammenarbeit mit den Herstellern wichtig und natürlich der Service. Ja, wir sind also ein Haustechnikunternehmen. Wir bieten die komplette Spannbreite, Heizung, Lüftung, Sanitär, Klimatisierung, sind zu 90% für die öffentliche Hand, öffentliche Auftraggeber, ja, Kindergärten, Schulen ist unser Steckenpferd, aber auch Wohnungsbau in dieser Größenordnung begleiten wir. In Bremen realisiert Heller Haustechnik aktuell ein größeres Wohnbauprojekt. Das ist ein Bauvorhaben der Brebau Wohnbaugesellschaft hier in Bremen. Ja, wir sind beauftragt über Kösterbau GmbH, die für uns als Auftraggeber hier steht. Für die Kösterbau GmbH haben wir in der letzten Zeit viele größere Objekte realisieren können. Auch hier hat man uns das Vertrauen geschenkt, dass wir hier die Heizung, Lüftung, Sanitärarbeiten ausführen dürfen. Ja, was hier insgesamt ein straffes Programm ist für uns. In der Größenordnung kann man sich vorstellen, dass man hier an viele Hürden, was das Zeitfenster angeht, gelangt. Und dennoch sind wir hier in der Lage, das bis hierhin gut begleitet zu haben. Wir haben hier insgesamt 4 Baufelder. Es handelt sich hier um 144 Wohneinheiten, die sich erstrecken auf 7 Mehrfamilienhäuser. Wir haben insgesamt 8 Anlagen von dieser Größenordnung, sprich mit Gas-Brennwertanlage, Erdwärmepumpe, regenerative Energien, Solarthermie. Bei der Installation setzt man komplett auf einen Rohrhersteller. Eigentlich, Firma Sanner hat hier das Glück, mit der ganzen Spannbreite an Produkten aufzulaufen. Das ist so. Wir haben jetzt hier für den Trinkwasserbereich, für die Sanitärinstallation, Edelstahl, Nirosan im Einsatz. Also die komplette Warmwasserzirkulation, Trinkkaltwasserinstallation besteht aus Edelstahlverrohrung. Wir haben auf dem Heizungssektor C-Stahl, Sanatherm im Einsatz. Da, wo es passt, wo es dann in den verborgenen Strängen und so weiter, haben wir dann Mehrschichtverbundrohr, 3-Fit eingesetzt und haben auf der Gasinstallationsseite Kupferrohr mit Kupfergas-Pressfitting im Einsatz. Das ist so, also die ganze Spannbreite von Sanha findet sich hier auf diesem Objekt wieder. Sanha ist für uns ein Partner, den wir seit vielen Jahren an unserer Seite wissen. Sowohl menschlich als auch vom Know-how begleiten die uns seit vielen Jahren in vielen Objekten, unterstützen uns bei der Werkmontageplanung, so wie wir Unterstützung benötigen, sind die immer für uns da. Und man kann sich vorstellen, dass das Produkt ja überzeugt, wenn es sich immer wieder findet in den Projekten, dass wir dadurch auch überzeugt sind von dem Produkt Sanha. Ne? Egal in welcher Form, ob es jetzt wie gesagt, Edelstahl, Kupfer, C-Stahl ist. Es hat uns in der vollumfänglich überzeugt, sag ich mal. Und dadurch, auch durch dieses partnerschaftliche Verhalten mit Sanha, kommt es auch immer wieder zum Einsatz bei uns, wo wir es einbringen können. Uns sind manchmal die Hände gebunden durch Leistungsverzeichnisse, durch Kundenwünsche. Aber wo wir Einfluss nehmen können, setzen wir auf Sanha in dem Moment. Ja. SHK-Betriebe und Planer können bei der Planung und Ausführung auf einen umfassenden Service zurückgreifen. Wir haben einiges an Zusatzservices und On-Top-Leistungen, die wir unseren Kunden auf Wunsch anbieten. Das ist zum einen unser Planungsservice, der die gesamte Rohrnetzberechnung inklusive des hydraulischen Abgleichs und einen Materialvorschlag entwickelt. Und dieser Service ist auch kostenfrei, wenn die Kunden eben unsere Serien verbauen. Wir bieten bei großen Bauvorhaben wie hier in Bremen-Arsten zudem einen Baustellencontainer an, der mit Krakam-Regalen ausgerüstet ist, für die Rohre zum Beispiel. Dieser Container kann bereits voll ausgestattet mit einer Erstausstattung geliefert werden. Er kann auch leer geliefert werden. Das ist eine Geschichte, die auch sehr, sehr gerne angenommen wird, weil dann eben das Material sehr ordentlich und sauber und übersichtlich zur Verfügung steht und auch Zeit eingespart wird, weil weniger gesucht werden muss. Wir haben alle unsere Produktdaten zudem für die Planer im BIM Revit-Format vorliegen. Das wird auch sehr gut angenommen. Da sehen wir wachsende Zugriffszahlen
Und wir glauben, dass auch in Deutschland das Thema BIM weiter an Bedeutung gewinnen wird. Soweit unsere Reportage aus Läden. Morgen gibt es uns wieder aus Düsseldorf. Dann wartet SAK TV hier mit einer aktuellen Marktsendung auf Sie. Bis dahin, Ihnen alles Gute.